Go Chimera Rang S, 20.000 Gil, 50 Ruhm und damit einen wunderschönen und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Guide-Video hier von Final Fantasy 16 und deren Jagdmission. Wir waren ja auf der Suche nach dem dreiköpfigen Schrecken und das Ding soll sich irgendwo in der Velkroi-Wüste befinden und ihr seht hier schon auf der Karte, wo wir hier sind. Hier ist die Go Chimera. Und zwar sind wir wirklich hier in der Velkroi-Wüste. Hier oben ist der Schrein, wo man sich, oder der Obelisk, wo man sich hin teleportieren kann. Hier unten ist Dalimir. Das kleine Dorf mit dem großen Schmied Lubor, den wir dann im Laufe der Hauptstory halt kennenlernen. Und wir befinden uns quasi hier genau zwischen den beiden Stützpunkten. Also es wäre halt sinnvoll, sich zu diesem Obelisken zu porten. Und dann quasi Richtung Süden zu laufen. Ich zeige euch das Ganze noch auf der Weltkarte, damit ihr halt wirklich seht, wo wir hier sind. Also wir sind Dalmekia, in dem Königreich von Titan. Und wir sind halt wirklich hier ganz oben im Nordwesten, an der Grenze zu Rosaria. Da befinden wir uns halt, wie gesagt, da einfach hinporten und dann Richtung Süden laufen. Und dann seht ihr die Go Chimera schon in der weiten Wüste schon rumstehen und könnt dann direkt auf sie zureiten. Da habt ihr gesehen, da ist die Go Chimera. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, weil dafür sind ja Guide-Videos da. Sie sollen euch helfen. Ich hoffe, sie haben euch geholfen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, bleibt super gerne mit einem Abo am Start oder ein Follow. Einen Daumen nach oben. So, Daumen nach oben oder ein Abo. Falls ihr Bock habt, verpasst ihr keinen Content mehr, was Final Fantasy 16 angeht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und sagt bis dahin. Tschüss.